sage ich willkommen zum 7., 8., 9., 10. Rennen der ultimativen Formel 1 Liga. In Belgien, Österreich, Italien, wunderschön Monaco. Ja. Und die Ampel ist aus und das Rennen beginnt. Safafi gleich auf Platz 2 vorgeschossen. Da hinten. Abdi hat's rausgedreht in Kurve 1. Aber NTG konnte seine Führung behalten und Safafi ist auf die 2 nach vorne. Schau grad mal. Also klar, Safafi, einer der Gewinner des Starts, aber auch Easy Fargo und Sippy mit 2 beziehungsweise 3 Positionsverbesserungen. Noah und Sukram, die Verlierer des Starts, neben Abdi. Und Ferrari Vettel, hat sein Auto in die Wand gesetzt und den Flügel verloren. Und davor kracht's auch. Reaper ist vorbei an Abdi. Easy Fargo mit der ersten Zeitstrafe. King Yuzi müsste das sein. Yep. Ein Rauf und runter. Oh Gott, sind da viele Leute in der Box. Jupp. Aber die ersten sind draußen. Oh, und Lucy, der von der 4 gestartet ist, musste auch an die Box. Hat sich die gelben Reifen geholt. Glaubst du, er kann mit dem Reifensatz bis zum Schluss durchfahren? Ja, wird sehr schwierig, aber könnte funktionieren. Ich glaube, das ist seine einzige Möglichkeit, um noch ganz vorne mit angreifen zu können. Und der Flügel von Gian geht teilweise verloren. Und Reaper macht auch seinen Flügel kaputt. Und Gian geht an die Box.
Während NTG das Rennen schon jetzt kontrolliert von vorne herangeht. So, am meisten Positionen gut gemacht hatte bis müsste jetzt Mampe gewesen sein. Mit Mampe und Stück. Fixed Price. Yep. Und Chihan mit einer Verwarnung kommt aber noch vor Lucy aus der Box. Auch Abdi jetzt mit einer 3 Sekunden Strafe. Nächstes Mal kann sich gerne Montana hier hinsetzen und kommentieren. Jetzt in der Box. Genau. Auch ein Flügelschaden. Holt sich Ultrasofts. Schalte ich mal wieder auf die Dreierkuppe ganz vorne. Wobei die zwei Ferraris gegen King Yuzi auch ganz eng beieinander. Oh! Der nächste Flügelschaden beim Ferrari.
Und King Yuzi befindet sich jetzt im Sandwich von den zwei Ferraris. Da hat's letzte Runde schon gekracht. Oh, und das war eine Kettenreaktion. Sowohl Chian wie auch King Yuzi haben den Flügel verloren. Ah, und Chian hat die Session aufgegeben. King Yuzi ebenfalls. Jupp. Damit ist die engste Gruppe Platz 4, 5 und 6. So, Noah ist jetzt auch ganz dicht dran an Sukram. Oh ja. Jetzt kommt er in die DRS-Zone. Hat er noch zu viel Abstand? Aber die besseren Reifen. Bei Monaco ist es halt schwierig zu überholen, da bringt einen Reifenvorteil auch nicht viel. Leider nicht. Und er probiert's. Und es gibt wieder eine Kollision. Hat sich dabei einer den Flügel kaputt gefahren? Nein. Bei Noah ist er noch ganz. Aber bei Sukram hat er sich gerade nach der Schikane den Flügel kaputt gemacht. Schalte ich mal wieder nach vorne. Aber anscheinend nicht so schwer, dass er in die Box fahren muss. Scheinend nicht. Und Knampf mit einer 3-Sekunden-Strafe. Oh, und die Mercedes. Bei den ganzen engen Duellen vergisst man beinahe zu erwähnen, dass NTG jetzt schon knapp 20 Sekunden Vorsprung hat. Und das nach 10 Runden? Auf den vermeintlich langsameren Reifen. Ja, wenn es so weitergeht, dann wird, glaube ich, jeder überrundet von NTG. So gut wie und? Kommt? Nein, es kommt kein Angriff. Jetzt geht Sukram in die Box. Jupp. Damit bleibt auch hier der Angriff aus. War der Flügelschaden wohl doch zu groß?
Jetzt ist die Frage, kommt Knampf und Max Power auch hinein, holen sich die Softs und fahren damit bis zum Ende oder warten sie noch ein paar Runden? Ja, normal toll. Sollten sie schon in die Box fahren, weil sie sonst zu viel Zeit verlieren. Weil Easy Fargo hat jetzt freie Fahrt. Jupp. Oh, und Max Power hat sich den Flügel abgefahren und ein Mercedes ganz langsam. Abdi. Aber bleiben Reaper. Beide draußen. Jupp. Aber Reaper macht einen Undercut. Der geht jetzt wahrscheinlich auf Easy Fargo. Reaper hat er. Der steht ganz lange an der Box. Hatte wohl auch einen Flügelwechsel. Ja, Max Power wird das wohl auch machen müssen. Der Flügel rechts vorne ist kaputt. Genau. Hat er sich letzte Runde abgefahren. Und Abdi. Und lässt ihn nicht vorbei. Jetzt macht so, er jetzt Platz. Jetzt macht er endlich Platz. Und verliert jetzt wahrscheinlich auch noch die Position an VfL. Und VfL fährt Knampf hinten drauf. Hat VfL dadurch einen Schaden? Ja, yep. Der Flügel ist weg. Aber auch bei Abdi ist der Flügel komplett weg. Kommen jetzt Max Power oder Knampf an die Box. Max Power fährt an die Box. Sukram in der Zwischenzeit ausgeschieden. Jupp, hat's nach Kurve 1 weggeworfen. Ungünstig. Jupp, aber er wird geghostet, also kein Problem. Und Max Power in der Box hat den Flügel gewechselt. Jupp. Und Easy Fargo. Reaper kommt schon wieder in die Box, hat keinen Flügel mehr. Jupp. Und eine 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Bisschen verbuggt, aber hat die Softs drauf gemacht und wird wohl auch durchfahren. Jetzt schaue ich mal, wer wie viele Stops gemacht hat. Also die ersten vier waren noch nicht an der Box. Von Platz 5 bis 11 einmal. Reaper jetzt zweimal, genau wie Senna. VfL viermal und Abdi dreimal. Jetzt wird es hier spannend, hinter Platz 4 hat sich jetzt eine kleine Gruppe gebildet aus vier Fahrzeugen, die wahrscheinlich alle sogar schneller machen könnten. Der Flügel von Lucy ist kaputt. Genau wie von Big Surprise links und Easy Fargo konnte an beiden vorbei. Und bei RWRTR ist der Flügel auch leicht. Oh, und Lucy hat aufgegeben. War wohl der Flügel beschädigt? Ja, nach einer Kollision mit Big Surprise. Oh, und jetzt ist auch Knampf endlich an der Box. Schafft er es? Naja, Easy Fargo dürfte an ihm vorbeikommen, auch wenn er jetzt Zeit verloren hat in dem Duell. Aber wichtig ist, ob er vor Max bleibt, Max Power. Dürfte er, Max Power hat ja noch einen Flügelwechsel. Ja, Max Power kommt jetzt erst auf Startziel und wurde jetzt schon von NTG überrundet. Der fährt dieses Rennen in einer eigenen Liga.
30 Sekunden Vorsprung. Und die beiden RWTR und Zippy, die in Runde 1 gestoppt hatten, sind jetzt auf 4 und 5. Genau. Wobei RWRTR hat einen leichten Flügelschaden vorne rechts. Easy Fargo mit 8 Positionen, genau wie Sippy. Und Big Surprise. Mampe mit 9 Positionen gewonnen. Easy Fargo ist 34 Sekunden hinter dem zweiten und der zweite ist wiederum 31 Sekunden hinter dem ersten. Wobei Platz 1 und 2 haben noch nicht gestoppt. So, Sippy holt sich jetzt seine ersten 3 Sekunden. Ja. Und ist aber ganz nah hinterm Viertplatz hier. Sektor 1 haben Abdi. Wir gelb. Abdi hat sein Auto nach Kurve 1 weggehauen. Zurück auf Zippy. Versucht er den Angriff? Nee. Und Safafi auch bei seinem Stop. Wird aber ohne Probleme Zweiter bleiben. So, Knampf ist jetzt an der Kampfgruppe RWRTR und Zippy dran. Genau. Sonst sind die Abstände relativ groß zwischen den einzelnen Positionen. Ja, das ist die spannendste Gruppe von Platz 4 bis 6. Genau. Ansonsten alles sehr weit auseinandergezogen. Und MTG ist jetzt schon an den Dreien dran zum Überrunden. Und ah, Zippy macht den Fehler. Haben beide aufgepasst bei der Überrundung. Ja, aber Zippy hat seinen Flügel verloren. Ja, das war aber der letzten Kurve geschuldet. Ah, dass sie ein wenig verbremst. Und Crash von Noah. Bei mir hat er einfach nur aufgegeben. Da sind bei mir noch alle Reifen dran. Ja. Und NTG mit einer Verwarnung. Schauen wir ihm noch ein bisschen zu. Ja, aber Knampf ist wiederum jetzt dran an RWRCR. Ja, das sind die beiden hinter ihm. Fahren. Der Strecke zumindest. Und Zippy, sein Flügelschaden war wohl zu groß, musste in die Box fahren. Schnallt sich jetzt die Supersofts auf. Und fährt damit dann fertig.
kommt hinter Big Surprise wieder auf die Strecke. Aber genau dahinter. Jetzt ja, und ist wieder vorbei an ihm. Da hat der Big Surprise in einen Fehler gezwungen. Jupp. Und ist jetzt auf 7. Aber jetzt hat er 20 Sekunden Rückstand. Da muss er circa eine Sekunde schneller pro Runde sein wie sein Vordermann Max Power. Dann gucken wir mal, was Knampf macht. Und Big Surprise auch mit einer Zeitstrafe. Nur noch 11 Fahrer im Rennen. Viel Spannung ist momentan leider nicht geboten. Nee, das engste Duell ist um Platz 4. Das ist Monaco. Eine Strecke, auf der es sehr, sehr schwer ist zu überholen. Da wird es nächste Woche definitiv spannender in Kanada. Ja, da kann man dann wieder erwarten, dass es Positionskämpfe gibt und auch Überholmanöver. So, MTG hat jetzt auch den Drittplatzierten überrundet. Dann ist es nicht mehr weit bis Platz 2. Wobei. Ah, da hat er schon noch ein Stück, aber. Ja, aber er muss ja auch noch. Genau, also. Ob er jetzt wirklich alle überrundet, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. Es ist schon eine sehr starke Fahrt und eine Machtdemonstration seinerseits. Und eigentlich müssten wir viel mehr seine Fahrt begutachten. Dennoch schalte ich jetzt wieder zurück auf das Duell zwischen Knampf und RWRTR, welches das engste von allen ist. Easy Fargo mit 3 Sekunden. Noch 4 Sekunden vor RWRTR. Also ich glaube, viele Plätze werden noch durch Zeitstrafen entschieden. Meinst du? Auf jeden Fall ein paar Mittelfeld. Nicht alle, aber ein paar. Also Platz 3 bis 6 sind circa 6 Sekunden voneinander entfernt.
Easy Fargo hat schon 3 oder 4 Strafen. Genau, Max Power 1 oder 2. RWRTR hat 2 Strafen. Knampf hat 1. Max Power hat nur 1 Verwarnung. Oh. Also, so wie es aussieht, ist Easy Fargo nicht auf dem Podest. Momentan gesehen nicht, nein. Aber kommt auch drauf an, ob RWRTR durchfährt oder nicht. Oder ob Knampf durchfährt. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Runde er an der Box war. Oh, und NTG an der Box. Hat sich jetzt die Ultrasofts geholt. Knampf war in der 15. Runde in der Box. Dann dürfte er durchfahren können. Ja. Also ich glaube, ohne gröberen Flügelschaden werden die Piloten jetzt alle durchfahren. Vielleicht Mampe, ich weiß nicht mehr. Fährt der schon etwas länger auf Ultrasofts? Ich denke auch, dass Mampe nochmal in die Box muss. Ja. Denn Mampe fährt seit Runde 7. Der wird 6. wahrscheinlich nochmal in die Box fahren und sich neue Reifen holen. Der Rest wird durchfahren. Insofern nichts Gröberes passiert. Sind das bei Mampe noch die ersten Ultrasoft oder schon die zweiten? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob mit welchen. Ich kann mich nicht erinnern, mit welchen Reifen er gestartet ist. Aber Knampf ist jetzt ganz nah dran. Gestartet ist er auf Supersoft, aber nach 6 Runden schon an die Box gegangen. Dann wird er wahrscheinlich bald nochmal neue Ultrasofts holen. Schon geht Mampe schon an die Box. Genau. Schau mal grad, ob er sich wirklich die Ultras holt. Sieht aus wie ein frischer Satz Ultrasofts. Und schon fährt er wieder auf die Strecke. Senna, kommt der noch vorbei? Jupp. Mampe kommt auf Platz 10 wieder raus. Und NTG ist mitten in dem Pulk. Max Power zur Überrundung wieder hinter sich. Und VfL, und da hat er nicht aufgepasst. Und VfL ist noch mit durchgerutscht. Ja, hat er nicht aufgepasst. Ja, so unter Überrundungen in Monaco können fies sein. Und holt sich gleich noch eine 3 Sekunden Strafe. Max Power schließt jetzt auch langsam auf, die Gruppe vor sich auf. Jetzt schon im 3-Sekunden-Fenster. So, Tobi, Senna lässt jetzt auch Max Power vorbei. Muss aber Senna aufpassen, dass VfL nicht durchrutscht. Genau. Ganz enge Duelle um die letzten 2 Punkte. Aber Mampe ist auch noch nicht weg. Genau, da wird sich noch ein Dreikampf um Platz 19 und 11.
Und Max Power schließt langsam auf die Gruppe von Knampf und RWRTR. Genau. Und Easy Fargo kann derzeit wegziehen. Ja, ist wahrscheinlich den Überrundungen geschuldet. Also das Duell um die letzten Pünktchen und das Duell um Platz 4, das sind auch die beiden, die wo es spannend wird. Ja, man sollte Easy Fargo nicht aus dem Blick lassen. Ja. 12 Sekunden Strafe, fällt er derzeit sogar hinter Max Power. Und VfL holt sich eine Strafe. Da ist für Platz 4, 5 und 6 sogar noch der dritte Platz drin. Genau. Und jetzt muss VfL an die Box. 9 Runden vor Schluss. Nicht optimal. Naja. Dann dürften auch die Punkte so weit vergeben sein. Wenn jetzt keiner mehr einen Fehler macht und das Auto wegschmeißt. Oh, nur noch 0,1 Sekunden Rückstand. Ah, Knampf hat das probiert, hat aber zurückgesteckt. Und somit konnte Max Power aufschließen. Er hat den Abstand jetzt schon von 2 Sekunden auf 1,5 Sekunden reduziert. Wenn der wüsste, dass er an keinem mehr vorbei muss, um aufs Podium zu kommen. Und die nächste Zeitstrafe. In der Zwischenzeit ist NTG eine neue beste Runde gefahren. Neue schnellste Runde. Und Knampf holt sich auch 3 Sekunden ab. Und er versucht es wieder. Aber die Kurve ist immerhin eine der wenigen Möglichkeiten, wo man es überhaupt versuchen kann. Und Big Surprise nochmal in der Box. Hat sich den Flügel kaputt gefahren. Aber dürfte einen groß genug Vorsprung auf Senna haben. Pompe. Welcher ist jetzt sicher, dass er nochmal in die Box geht, statt dass sich das Rennen doch noch zerstört? Jupp. Lieber die 4 Punkte mitnehmen. Jetzt ist er ganz nah dran. Aber bei RWRTR merkt man schon, dass die Reifen sehr nachlassen. Jupp. Und mit dem kaputten Flügel lässt sich halt auch nicht wirklich gut fahren. Oh, Max Power hat aber auch einen Flügelschaden. Scheint damit aber besser zurechtzukommen, weil er immer mehr aufschließt auf die Gruppe. Genau. Und hinten kommt Mampe auch immer näher an Senna ran. Yep. Oh, jetzt hat der Mampe Glück, dass er nicht eingeschlagen ist. Der wird jetzt wahrscheinlich alles noch versuchen, um wenigstens Platz 9 zu bekommen. Und auch Max Power ist im DRS-Fenster.
Knampf kommt immer wieder in diesem Kurvengebiet sehr nah dran, aber halt leider nie vorbei. Ja, auf einer anderen Strecke wäre RWRTR wahrscheinlich schon längst überholt worden, aber in Monaco ist es so schwer zu überholen. Das kann man sich selbst mit einem Frontflügelschaden vorne halten. Auch so gut wie jeder anderen Strecke wäre er wahrscheinlich auch schon an der Box gewesen und hätte sich einen neuen Flügel geholt. Ja. So, jetzt kommt er wieder schlecht aus der Kurve, macht innen zu. Knampf probiert es. Und? Oh, das ist keine gute Idee. Da kommen nämlich keine zwei Autos nebeneinander durch. Da waren sie kurz nebeneinander, aber Knampf hat zurückgesteckt. Die bessere Knampf lauert. Da zurückzustecken war die richtige Entscheidung. Jetzt zwei ist er nah dran. Kann man. Ja. Besser rausbeschleunigen. Jetzt könnte es funktionieren. Gefährlich. Super Manöver von Knampf. Sehr schön gemacht. Jetzt schauen wir, ob er auf Easy Fargo noch aufschließen kann. Da sind wir mittlerweile schon 7 Sekunden. Ja. Momentan kann RWRTR noch dranbleiben. Ja. Aber der Teil, wo er am meisten verliert, Sektor 3, kommt ja auch erst noch. Die schnellen und Kurven. Max ist jetzt direkt dran. Wird das auch noch probieren, an ihm vorbeizukommen? Ich denke, versuchen wir das definitiv. Er sollte nicht zu viel Zeit verlieren, weil die Möglichkeit aufs Podium besteht. Noch? Aber da, jetzt ist er gleich aus dem Sekundenfenster draußen. Leicht verbremst. Ganz eng zwischen den beiden. Max steckt noch mal zurück. Nur nicht übereilig reagieren. Damit macht man sich das Auto nur schneller kaputt. Aber Max merkt auch, dass Knampf schon davon zieht. Ja. Aber kein unüberlegtes Manöver wagen. Sich den Gegner zurechtlegen. Auch er muss ja wissen, dass er einen Flügelschaden vor sich hat. Ihn sich gerade richtig zurechtlegen. Ah. Der Kampf um das letzte Pünktchen ist auch noch nicht ganz entschieden. Auch wenn es nur noch 3 Runden sind. Ja, weil VfL sehr nah rangekommen. Genau, und Mampe nicht an Senna vorbeikam. Trotz der besseren Reifen. Aber es sieht aus, als hätte VfL schon wieder einen Flügelschaden links vorne. Ah. Mampe links vorne, beide haben links vorne einen Flügelschaden. Das ist dann wieder wichtig, wie er weniger Zeitstrafen hat.
Kommt jetzt die Attacke? Nein. So, und NCG überrundet jetzt gleich den zweitplatzierten Zafafi. Oh ja. Ein fehlerfreies Ritten. Also ich weiß nicht. Aber auch ein fehlerfreies Rennen von Zafafi. Jo. Der fährt einfach in einer anderen Liga. Ja, NTG fährt heute wieder ein Rennen für sich. Oh, und VfL ist an Mampe vorbei. Muss zwar, wird vielleicht mit der Überrundung durch Zippy zusammenhängen. Glaube ich nicht, weil VfL schon so weit weg ist. Könnte ein Fehler von Mampe gewesen sein. Das ist auch möglich. Und Max Power, eine Sekunde weg. Und Knampf ist schon wieder 1,8 Sekunden näher gekommen an Easy Fargo. Ja. Dennoch, wie viel Easy Fargo hat der 4 Zeitstrafen? Ich schau nochmal nach. Ja, mir wird 4-mal Strafe angezeigt. Dann ist sein dritter Platz noch nicht sicher. So, VfL ging jetzt an Senna vorbei. Auch hier. Oh, und Senna hat einen Flügelschaden. Auch da wohl ein Unfall. Hat vielleicht Mampe doch noch mal die Chance auf einen Punkt. Und NTGs letzte Runde. Da schauen wir jetzt noch an, wie er durchs Ziel fährt. Einmal komplett das Feld noch mal überholt. Ein sehr starkes, fehlerfreies Rennen. Ich weiß nicht, was es mehr dazu zu sagen gibt.